Moin, liebe Top-Familie da draußen und damit ein herzliches Willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ja, nur noch 3 Tage. 3 Tage, dann ist Heiligabend, dann ist Weihnachten. Von daher, ja, wir haben jetzt noch tolle Geschichten bis dahin und natürlich auch noch danach. Und wir sprechen jetzt tatsächlich etwas, was damals in der Schule bei mir war. Weil ihr die Videos der letzten Tage vielleicht nicht gesehen habt, hier ganz kurz als Hinweis. Es gibt natürlich eine wunderschöne Playlist, wo ihr natürlich euch auch nochmal die Geschichten der letzten Tage oder von allen Tagen euch anschauen könnt. Von daher, ja. Ich schalte einfach schon mal so auf das nächste Bild und dann seht ihr hier, ich muss ja echt ein Bild dazu raussuchen, seht ihr hier erstmal eine Bühne. Damals hatte ich tatsächlich so, ja, schon so Berührungen mit so Schauspiel und Theater. Und wir haben damals ein Theater aufgeführt in der Schule. Mit dem Titel, wenn ich mich jetzt noch richtig erinnere, Kinderspiele. Sehr, 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 sehr viel Interpretationsfreiraum hat man, finde ich, so bei diesem Thema Kinderspiele, wenn man das hört. Und wir wollten halt sehr viel so, ja, so Jugendthemen damit einbauen, mit Witz, mit Gesang, mit Drama ein bisschen auch. Comedy bezeichne ich das auch mal, dass so ein paar Sachen lustig waren. Und ja, wir saßen, das weiß ich noch, wir saßen so am Anfang erstmal so am Konzept, wie wollen wir das Theaterstück machen? Natürlich hier auch nochmal ganz kurz, ich hatte natürlich viele Ideen, aber ich war halt so insgesamt ein sehr schüchterner Schüler, muss ich zugeben. Also, ich war halt eher immer so einer nach Unterricht oder so privat zu Lehrern gegangen, um denen dann noch Sachen zu fragen oder denen zu sagen oder denen abzugeben. Und so habe ich vielleicht dann manchmal Punkte, Noten, so eine halbe oder so dann besser bekommen dadurch, tatsächlich. Jedenfalls haben wir dann mit unserer Lehrerin damals, dieses Theaterstück geschrieben. Wir haben auch ein paar Stunden manchmal so auch von anderen Lehrern bekommen, um am Stück weiter zu schreiben. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange wir so daran saßen. Ich glaube, wir haben es in einem Januar, glaube ich, aufgeführt. Und ich glaube, so Oktober, das Jahr davor, glaube ich, haben wir angefangen. Und haben so Ideen gesammelt. Gerade so von Songs und so Ideen, weil natürlich sollte das Stück ja auch so in einem flüssig sein und nicht irgendwie, dass man irgendwie das sieht, dann sieht man auf einmal das und irgendwie hat das keinen richtigen Übergang. Auf jeden Fall kann ich euch so ein paar Szenen nennen, die damit bei waren. Ehe, ja, ihr werdet gleich ein Video sehen, vielleicht habt ihr es euch schon gedacht, wo ihr mich seht, das war so meine Schlüsselstelle. Ich hatte auch noch eine andere, aber ich werde euch die Szene zeigen. Das Stück ging jedenfalls so los, wenn ich mich jetzt noch richtig erinnere, oder was auch mit dabei war, war natürlich so Verstecken. Und bei Verstecken haben wir so das Thema, das weiß ich noch, Mobbing mit eingebaut. Wir sind halt so, ihr müsst euch das jetzt zum Beispiel hier vorstellen auf dieser Bühne, da sind wir so 6, 7 Schüler dann gewesen, so beim Spiel, beim Theaterspiel. Und ein Mädchen hat gezählt. Und wir alle so laufen durcheinander und so leise und tapseln und gehen in irgendeine Ecke und verstecken uns. Sei es hinterm Vorhang, hinter Stühlen und diese ganzen Requisiten, die dann so auf der Bühne waren. Ich glaube, wir haben zweimal das Szenenbild nur verändert. Aber jedenfalls so. Und das Mädchen saß dann da. Erst und hat dann so gezählt, war zu Ende und ist dann so immer in eine Ecke gegangen. Und immer jemand von der anderen Seite hat dann einen Spruch geliefert. So von wegen, ene mine Mopel, du frisst gerne Popel. Auch noch andere Sachen, zum Beispiel, was sich auf Mampe reimt. Oder Lampe, sage ich mal eher. Dann, was war denn da noch irgendwie so? Ene mene mässlich, du bist dick und hässlich oder irgendwie so. Also wirklich so solche Sprüche da geliefert, um halt eben auch so zu zeigen, so ein bisschen das Thema Mobbing. Und das wollten wir dann natürlich auch damit unterbringen.
Geschrieben war das auf jeden Fall sehr toll und hat sehr viel Spaß gemacht. Dann kam ja die Besetzung und wir waren so viele Schüler, ich glaube, wir waren 24 in der Klasse und es haben immer 12 gespielt. Wir haben das ja auch aufgeführt natürlich an 4 Tagen die Woche. Ich glaube, nur mittwochs nicht oder Freitag nicht. Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Das heißt, jeder zweimal. Und so gesehen, meine Doppelbesetzung oder meine Zweitbesetzung oder ich als Zweitbesetzung, aber jedenfalls so, war Oliver. Das heißt, wir haben so die gleiche Rolle gespielt. Ich erinnere mich auch noch an eine Szene, die hat auch so mit Mobbing und Mutproben zu tun. Da ist es so, da spiele ich tatsächlich auch in dieser Rolle mit, aber ich zeige euch gleich was anderes. Da erzähle ich euch auch gleich die Vorgeschichte zu. Jedenfalls, in dieser Szene war es so, da ist halt so ein Spiel von so einem Macho, der halt so ein bisschen da angeben will. Hier, ich bin so hier der Macho. Dann ist das so ein bisschen seine rechte Hand, zwei Mädels und ich. So, und ich habe so ein bisschen denjenigen gespielt, der halt immer gehänselt wird und so. Und es war so, dass er sagt, oh, warte, wie ging das nochmal? Fang den Ball, lässt ihn fallen, gibt's den Knall. So, und dann werfen wir so den Ball zu. Und wer ist natürlich der Erste, der den Ball fallen lässt? Das bin ich. So. Und dann dieser Macho so zu seinem Kollegen so, macht nur so. Und dann hält er natürlich auch mich so hier fest. Und dann will er mich so schlagen. Und dann mache ich nur so und mache mich so klein und ich so, nein. Und geh weg. Und dann sagen alle ganz laut so, Angst, Hase, Pfeffer, Nase, morgen kommt der Osterhase. Und setzt mich die ganze Zeit in eine Ecke. Und das Gute ist, dass wir dann auch so gesagt haben, das weiß ich noch so in der Regie und so im Hintergrund, dass wir da irgendwie so eine Art Stock hinlegen, dass ich so auf dem Boden so... Ihr kennt das ja, wenn man so auf dem Boden sitzt und dann macht man so irgendwas auf dem Boden. Entweder mit dem Finger oder mit so einem Stock. Und den haben wir dann da extra platziert dafür, das weiß ich noch. Ja. Und das Ende der Geschichte ist, dass dann dieser Macho die Aufgabe bekommt, von einer Klippe symbolisch zu springen. Das ist die Bühne selbst. Das heißt, so gesehen, hier diese Distanz runterzuspringen. Und dann ist er gesprungen und verletzt sich. Und alle gucken ihm nur so hinterher. Und wer ist so gesehen, der Letzte, der lacht, ist der Gewinner so in dem Sinne. So ähnlich geht ja das Sprichwort. Und was habe ich dann gemacht? Ich guck so dahin, steh auf, nimm den Ball, zuck mit den Schultern, fang den Ball, lässt ihn fallen, kriegst einen Knall und sing das so und geh so von der Bühne ab. Das war sehr lustig. Ich fand schade tatsächlich, das kann ich ja auch hier kurz sagen, dass tatsächlich eine Szene von mir nicht genommen wurde. Jeder sollte so eine Szene schreiben oder so. Ich hatte denn damals tatsächlich die Idee, weil bestimmt kennt ihr dieses Lied von Pulcino, glaube ich, heißt es. Das kleine Küken piept. So, und dazu habe ich so gedacht, das passt irgendwie zum Kinderspiel und da könnte man Tanz oder irgendwas Lustiges zu machen. Von mir aus irgendwie eine langsamere, schnellere Version nehmen und daraus was Cooles machen. War aber meine Lehrerin leider nicht für, fand ich schade. Hätte sehr gut so vom Thema gepasst. Ja, und bei dem sprechen wir jetzt so über... Boah, wie kann man das beschreiben? So die Überleitung. Die letzte Szene hat auch nochmal mit Mobbing zu tun. Kann ich euch gleich kurz nur erläutern. Jedenfalls, die Szene, die ihr jetzt seht, hat so mit Hobbys zu tun. So ein bisschen. Und es geht halt darum, wie schlägt man die Zeit tot. Oder war das Todessünden? Ja, genau, das waren Todessünden. Verbrennen, Elektroschock und wie man das als Kind halt eben so, ich sag mal, spielt.
Man tut ja so, ich bin auf einem elektrischen Stuhl. So. Und so beginnt hier jetzt die Szene. So. Dafür muss ich umswitchen. So. Ich werde natürlich keinen Namen nennen. Video geht auch nur 2 Minuten. Endet ein bisschen vorher, weil irgendwann kommt Musik. Jedenfalls, ich spiele euch das mal ab. Ist gut Lautstärke, ich würde sagen, ja. Na, verbrennen wir. Vielleicht habt ihr schon gesehen, ich bin da ganz hinten. Da, komm mal hier ganz hinten. Was war das denn gerade für eine Lache? Die habe ich ja jetzt erst gehört. So, und er gerade so mit den Händen so von wegen, weil alle verbrennen ja. Oh, hier, ich wärme mich. So. Beste Idee ist ja elektrischer Stuhl. Genau, und das ist halt so dieser Punkt gewesen, dass ich wieder so diese Rolle spiele, die die ganze Zeit etwas Bestimmtes sagen will, aber dann sagt der eine, verbrennen. Und er sagt so, wisst ihr, was die beste Idee ist? Ja, elektrischer Stuhl. Ich konnte wieder nicht ausreden. Achtung! Leute, lasst uns doch einfach zu Tode langweilen. Ja. Einfach zu Tode langweilen. Ach, das ist doch langweilig. Und das war jetzt eine coole Szene. Aber bevor ihr das jetzt hört, was ich sag, ungelogen, boah, wartet mal kurz. Oh scheiße, ich hab die falsche Spur stumm geschlagen, die falsche Scheiße. Oh Mann, ich weiß nicht, dass jemand husten wird. Oh scheiße. Ich hoffe, ich denke bestimmt daran, ansonsten tut mir leid. Ich brauchte so lange. Also alles andere, wirklich alles andere vom Text und so. Easy. Sei es nur diese Sprüche gewesen, oder diese spielerische einfach nur easy. Aber ich brauchte tatsächlich, um diese Sätze jetzt, die ich aufsage, echt auswendig zu lernen. Brauchte ich. Ich weiß nicht warum, aber weil das so spezielle Worte auch waren. Aber hört selbst. Es war einmal ein Kind, das saß wie an jedem Nachmittag, so auch heute, alleine zu Hause herum und wartete, dass seine Eltern endlich von der Arbeit kommen. So viel hatte es schon probiert, um sich die Langeweile zu vertreiben. Und so saß es wieder einmal alleine vor dem Laptop und wartete und wartete und wartete. Und jetzt kommt Musik. Und das war die vorletzte Szene. Und in der letzten Szene ist es so, dass hier, was war nochmal in der letzten Szene? Genau, da sitzen 4 von uns vorne auf so einem Stuhl und dieses Kind, was ich gerade beschrieben habe, was ja vor dem Laptop sitzt und wartet, wird zugetextet, so auf, haben wir Skype gesagt, irgendwie ja sowas, und wird dazu gezwungen, Sachen zu machen. Geh in die Küche, hol dir das Küchenmesser, mach das. Also natürlich so gerade so Thema so Mobbing und so, da haben wir natürlich auch so natürlich so diese Elemente mit eingebaut. Sehr, sehr viel Spaß hat das gemacht. War schon cool, so diese Erfahrung. Na, guck mal, so konntet ihr mich auch nochmal hier in Action sehen beim Schauspiel. In der Schule, nicht schauspielmäßig, vor den Videos, die ihr schon mit der Schauspiel-AG gesehen habt, so gesehen ja mit Oliver. Ja, meine Lieben, das war's mit diesem Video. Habt ihr auch schon mal in der Schule oder macht ihr vielleicht in der Schule so ein Theaterstück? Schreibt es doch mal sehr gern unten in die Kommentare hin. Ansonsten gebt einen Daumen nach oben, Abo nicht vergessen, Glocke aktivieren. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns dann morgen zu einem neuen Video zum Special Dezember wieder. Und bis dahin bleibt mir noch zu sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, liebe Top-Familie. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.